Ambiente ist, dann erinnert es doch ganz stark an die Traditionen auch so von japanischer Meditation und von Kampfkunst. Und das wäre ein Traum, so ein Dojo zu, so zu haben. Ja, und arbeiten wir dran. Genau. Ja, und was denkst du, wie sowas wirken würde auf so moderne Kampfkünstler, so ein Ambiente? Ja, große Frage. Ne? Modern, was heißt moderne Kampfkünstler? Ich denke mal, die Leute, die so ein bisschen traditionellen Hintergrund haben, ne, würden das auf jeden Fall lieben. Ja, ich weiß ja noch nicht, ob da unbedingt alle Personen so aus der Kampfsportszene da wirklich einen Bezug zu haben, außer dass sie es irgendwie wirklich schön finden. Ja, da denke ich mal, ist ja das Problem, dass für viele ein Ring oder eine Warnfläche wichtiger geworden ist und Wettkampfmodus als ja, Moxo-Phasen und sich geistig vorbereiten so aufs Training und auch eine geistige Nachbereitung vom Training zu haben. Ist ja für die meisten Leute auch einfacher. Ja. Also ich denke, das ist so eine Entwicklung, wo die Leute einfach hingegangen sind und haben einen einfacheren Zugang gesucht. Das ist eine Frage, auf was ich will. Ich glaube nicht, dass wenn normalerweise die Menschen anfangen, hier bei uns einen Kampfsport oder Kampfkunst zu machen, dass die Grundintention ist, dass sie sich wirklich entwickeln wollen. Aber mich hätte das über die Jahre nicht gefesselt. Wenn ich mir vorstelle, ich habe als Dreijähriger, also Dreieinhalbjähriger angefangen, also mit Kampfkunst und jetzt werde ich 45 und ich wäre nicht die ganzen Jahre dabei gewesen. Wenn es nur Wettkampf und sowas gehabt hätte, das hätte ich völlig hohl empfunden nach der Zeit. Irgendwie so. Und ich glaube auch nicht, dass ich das so lange gehalten hätte, oder? Nö, ich denke, die Phasen macht ja auch jeder mit. Also ich habe auch so eine Phase gehabt nach 10 Jahren Training, wo ich mir gesagt habe, so, was kommt jetzt noch? Was soll noch kommen? Du bist körperlich fit, du kannst die Techniken. Und ich denke, die Abbruchraten, wenn man sich anguckt, wer wirklich wie lange durchhält, das ist sicherlich jetzt nicht nur in der Kampfkunst so, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen. Und deswegen bei uns gehören diese, sag ich jetzt mal, mentalen Inhalte vom Anfang des Trainings mit dabei. Selbst der Anfänger beschäftigt sich schon damit. Damit, weil die Grundidee, die ich dabei hatte, ist, er soll schon Ausblick kriegen, was noch auf ihn wartet. Ist natürlich schwierig und man wird garantiert nicht unbedingt jeden erreichen. Also wenn man jetzt so einen olympischen Gedanken mal anders diskutieren würde, dabei sein ist alles, wird ja oft gesagt, dann gibt es ja auch noch diesen Werbespruch mittendrin, statt nur voll daneben oder so, würde ich dann sagen, im Sinne von dabei. Oder ich denke mal, wenn man so eine geistige Vorbereitung hat auf eine asiatische Kampfkunst, dann ist die Präsenz wahrscheinlich beim Schüler auch sehr viel größer, als wenn man jetzt einfach nur sagt, so, F die Technik nach, auf Teufel komm raus, wir drillen das und dann muss das irgendwann sitzen, dann wird das völlig hohl reproduziert, aber überhaupt nicht das Prinzip verinnerlicht. Also nach meiner persönlichen Meinung, die Leute verlieren unheimlich viel für sich, also was sie noch mitnehmen könnten, aber ich denke, ich bin auch immer versucht, da ganz stark missionarisch tätig zu sein, aber ich denke, im Endeffekt trifft die Entscheidung jeder für sich selbst, was er da machen will. Ich meine, ich als derjenige, der irgendwas repräsentiert oder unterrichtet, muss natürlich für mich auch eine Entscheidung treffen. Und meine Entscheidung ist da ganz eindeutig. Ne? Also diese rein sportiven, kompetitiven Gedanken, die sind mir da relativ fremd. Da ist halt nur eine Stufe, finde ich. Also dann muss man auch noch was anderes im Angebot haben, als Meister dann dem Schüler sagen zu können, also ein Schüler kann ja zum Beispiel auch jemand sein, der gar keinen Interesse oder Ehrgeiz mitbringt, was diesen Wettkampfgedanken angeht. Und dann kann ich den ja trotzdem bedienen mit der Ästhetik zum Beispiel von Kata oder als wie Jürgen Hatzke mal sagt, das Grammatik des Budo und dann macht das vielleicht Spaß, also die Technik immer besser erlernen zu wollen. Er ist ja dadurch auch kein schlechter Schüler oder kein fauler Schüler. Das ist ganz einfach nur eine andere Ausrichtung. Ja. Also sicherlich im Judo gehören Wettkämpfe so ziemlich seit Anfang an mit dabei. Aber wenn ich so sehe, was ich durch dich so erfahren habe und jetzt selber auch sehen könnte, hat es ja auch eine massive Veränderung gegeben. Ja, leider nicht, noch nicht überall, aber vielleicht denken ja noch mehr Menschen mit und gehen das auch mal an, die Frage sich zu stellen, ob es reicht, den Kampf zu trainieren oder ob man auch mal schaut, wo kommt das eigentlich her? Also in welchen Phasen der asiatischen Kultur ist sowas überhaupt entstanden und warum? Und wie wurde es weiterentwickelt und was können wir jetzt auch entsprechend daran setzen, außer das nur nachzumachen? Weil manchmal habe ich so den Eindruck, das ist irgendwas populär, im Kino zum Beispiel, und dann ziehen die Leute sich danach einen Kung-Fu-Panda-Anzug an, Karneval, und können das. Ist ja immer so. Ich meine, hilft uns ja auch ein bisschen. Es gibt ja immer auch so Phasen, wo es populärer wird in den Medien und
Da profitieren ja alle Schulen, Dojos von, dass dann immer mehr Zulauf da ist. Mhm. Aber eigentlich ist das nur so ein Duschspieleffekt, weil, ne, du hast zwar mehr Leute da, aber nicht wirklich unbedingt welche, die wirklich dann bleiben. Mhm. Ja, deswegen sage ich zum Beispiel mal ganz ehrlich, also, dass man bei uns nicht nach 2 Jahren fertig ist. Also, ja. Womit ja teilweise geworben wird. So. Ja, gut, aber ich denke auch da, ne, definiert sich jede Schule so, wie sie selber will. Mhm. Ne? Und ich denke mal, dass gerade auch diejenigen erfahrungsgemäß die sind, die am meisten Fluktuation haben. Weil wenn ich am angeblichen Endpunkt angekommen bin, nach 3 Jahren, ja, was kommt denn dann noch? Ja. Ne? Dann werden noch Versprechungen gemacht, ne, dass irgendwie eigene Schulen gegründet werden könnten. Ja, eine Problemstellung, die ich auch sehe, wenn so, wenn man diesen kompetitiven Gedanken, den Wettkampfgedanken zu stark macht, ist das ja auch immer gleichzeitig so ein bisschen andere Schulen in den Hintergrund zu rücken. Ne? Also das Thema Gemeinschaft kommt dann schwierig auf. Ja, richtig. Ne? Es sei denn, man macht mit denen Zweckgemeinschaften für Wettkämpfe. Ne? Da sehe ich auch immer so einen ganzen Wettkampf-Zirkus ein bisschen Probleme. Mhm. Ich habe äußerst selten bei wirklich kämpferischen Auseinandersetzungen, wie bei euch im Judo oder wie beim Kickboxen oder ähnlichem gesehen, dass Leute freundschaftliche Gespräche führen während des Turniers untereinander. Nee, gar nicht. Du hörst ja sogar am Rande von so einem Wettkampf geschehen, kann auch den einen oder anderen sogenannten Trainerkollegen, weil ich finde das immer ganz merkwürdig, wenn ich sowas höre. Mach ihn fertig, mach ihn kaputt und so weiter. Solche Rufe hörst du dann in einer Sporthalle und ich habe den Gewaltpräventionsgedanken auch ganz stark bei mir beim Judo-Training und bin dann immer ganz irritiert und gucke dann, also meine Schüler dann da aufzufangen, weil die können da auch das nicht wechseln und finde das ganz merkwürdig, weil wir so nicht reden. Wir machen uns nicht darüber stark, indem wir an anderen schwach reden. Und leider gibt es aber solche Rufe im Wettkampfgeschehen. Ja, guck, also bei so kompetitiven Sachen erlebt man das immer wieder. Bei Formläufern zum Beispiel nicht. Also ich selber hab's erlebt als aktiver Formenläufer auf Wettkämpfen. Ja. Da konnte man sich ganz normal mit seinen Kollegen aus England, aus Italien unterhalten, hat ein Witzchen gemacht und ist dann halt gegangen, weil man ja nicht direkt Konfrontation miteinander hatte. Ne? Und ist sowieso dieses Miteinander, ne? Ich weiß nicht, ob es wirklich zuträglich ist, sich so abzuschotten, wie es viele tun und sagen, meins ist das allerbeste, allerschönste. Nee, miteinander statt gegeneinander ist auf jeden Fall das bessere Prinzip, das ist gar keine Frage. Nur, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das, was in der Kunst- und Musikszene jetzt überhaupt nicht an der Tagesordnung ist, das hat man ja teilweise in der Nachbarschaft, dass jemand aus irgendeinem System dann sagt, so wir haben die Weisheit erfunden sozusagen, wir kennen die Passepartout-Techniken und das andere System, was der andere da XYZ ein Dorf weitermacht oder ein paar Straßen weitermacht, das taucht nichts und so, sowas gibt es ja leider auch. Denke ich mal zuhauf mehr als die andere Version. Ja. Ne? Oder? Weil das, ich denke, das ist ja auch die Sache, weil du hast gerade gesagt, in Künsten passiert das nicht. Ne? Ja, genau. Also ein Musiker würde nie einen Maler niedermachen. Ja, oder ein Bildhauer, ein Schriftsteller oder so. Ein Schauspieler, genau. Ne? Weil das hat aber damit zu tun, sie beschäftigen sich mit Künsten. Und Künsten haben was damit zu tun, Menschen zu entwickeln. Also auch für sich. Sie machen es ja nicht. Ich glaube, ein guter Maler malt ein Bild, glaube ich, nicht, weil er es verkaufen will für Hunderttausende von Euro, sondern weil irgendwas in ihm steckt, weil er glaubt, er müsste das tun. Ich glaube, ein Kampfkünstler hat das auch. Da steckt irgendwas in ihm, was ihn dazu drängt, das tun zu wollen. Und wenn wir wieder beim Sport sind, dann haben wir wieder dieses, ne, ich gucke nicht in deinen Topf, du guckst nicht in meinen Topf. Ne? Deswegen finde ich schon, also diese Definition Kampfkunst, Kampfsport, für mich sind das zwei ganz unterschiedliche Dinge. Auf jeden Fall. Ich habe auch gerade überlegt, als du das gesagt hast, ob nicht dafür sich jeder eine Definition herleiten kann, wenn er bei sich selber merkt, dass dieser äußere Wettstreit, diese äußere Meisterschaft ist als die innere Meisterschaft, dass jeder für sich dann erkennen kann, dass er selber kein Kampfkünstler ist, sondern vielleicht ein Sportler, der eine Kampfsportart betreibt und vielleicht der Meister ebenso eher ein Trainer ist als ein Meister. Ja. Was ja nicht verwerflich ist. Nee, klar. Ja, die Künstler haben ja zum Beispiel nie ihre Bilder selber zu Lebzeiten verkauft, sondern da die Erben haben sich dran bereichert. Ja, schauen wir mal, vielleicht, wenn wir nicht mehr da sind, ist das ja vielleicht genau so.